Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drainfever mit mir, dem Wolpertinger 2000. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist und ja, ich weiß, es war eine lange Zeit jetzt Pause bei Drainfever, was aber nicht bedeutet, dass wir es nicht mehr machen. Und ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was ich das letzte Mal getan habe und drum schaue ich mich hier gerade mal ein bisschen um und sehe zum Beispiel hier eine Verdienstmöglichkeit, die wir doch gleich mal ausnutzen wollen, ne? Das heißt, wir bauen hier einen Zug. Wir bauen einen Zug. Das heißt ja schließlich Drainfever, ne? Okay. Ja, ein einfaches Gleis würde mir doch schon reichen. Oder vielleicht erstmal ein Bahnhof? Eine Güterhaltestelle. Nein, wir brauchen. Ich bin schon total draußen. Was ist denn das hier? Haltestellen, Depots. Ich brauche aber Cargo. Cargo. Genau, so geht's. Hm. Ja, wir nehmen hier was haben wir denn da alles? Nehmen wir mal den hier. Nehmen wir zweigleisig. Nehmen wir ruhig mal zweigleisig. Und bauen hier drehen tue ich den mit N und M, genau. Bauen hier so mal. Achso, die brauchen eine Straße, dass sie hin können, ne? Genau, dann machen wir doch das so. Klock. Bauen wir hier unseren Bahnhof hin. Sehr schön. Und wo laufen die Güter hin? Die laufen nach da hinten. Dann gibt es doch hier den machen wir jetzt mal viergleisig. Das hat so seine Gründe. Und bitte umdrehen. Ich will den andersrum da dort haben. Will ich den so? Ja, ich will den so. So. Und dann bauen wir hier ein Gleis. Und zwar erstmal von hier über die Straße. Wir versuchen es mal wie immer. Halt, ich will den da angeschlossen haben. Hier. Oder da. Da schließt man an. Oder auch nicht. Na, weil, wie wir sehen, haben wir eine Kollision. Das heißt, wir kommen hier nicht drüber. Ja, doch, so schon. Dann bauen wir es erstmal so. Und dann bauen wir hier den zweiten Teil. Und schon funktioniert es. So. Gut, dann ein Depot, würde ich sagen. Ein Depot, welches nehmen wir denn da? So ein Lokschuppen mit Stehdach. Eigentlich tut es ja so ein kleines billiges. So, kleines billiges Depot. Vielleicht sollten wir es erst mit Gleis probieren. Die mal hier so hinziehen. Und so. Nein, nur zu groß. Ach komm. Willst du mich verkackeiern? Ja, das geht so nicht, okay. Schwierig. Okay, egal, erstmal. Erstmal, ich will das Depot hier hinbauen. Depot. Wir kaufen einen Zug und zwar eine Lokomotive, die viel ziehen kann. 60 km/h. Die schaut eigentlich ganz groß aus, gell? Die hat 45, 177 PS, 386. Die nehmen wir, die ist schön groß. Dann gibt es hier noch, ups, Wägen. Und zwar bitte, ich will nur Güterwägen haben und da brauchen wir die Kesselwägen. Dann nehmen wir mal 1, 2, 3, 4. Achso, ja, Linie müssen wir auch noch machen. Oh mein Gott, ich habe ja schon alles vergessen auf dem Spiel hier. Neue Linie. Kommt davon, wenn man ewig nicht mehr spielt.
von da nach hier. Und die nennen wir Öl Schwabach, oder? Genau, das Zeug heißt Schwabach. Öl Schwabach. Linie zuweisen. Öl Schwabach. Gut. Das sollte funktionieren. Und ein neuer Zug geht auf die Reise. Wie schön. Okay, und die Güter, die laufen jetzt alle da nach Schwabach. Und die lassen wir mit der Straße fahren, oder? Genau, da ein bisschen Abwechslung. Machen wir hier eine Haltestelle. Na. Und zwar bitte so ein Güterbahnhof. Der hier schaut doch ganz lustig aus. Den packen wir doch mal dahin. Okay. Schwabach braucht dann... So, jetzt laufen die Güter nicht mehr spazieren. Cargo an, aus. Nö, wo sind denn plötzlich alle hin? Verschwunden. Egal. So. Achso. Jetzt habe ich sie angeschalten. So, da läuft ein Gut. Das bringen wir jetzt hier Schwabach. Wie schaust du aus? Mal kurz drauf. Gütebedarf ist nicht gedeckt. Das ist gut. Das heißt, wir bringen hier mal den Güterbahnhof wieder hin. Hier Haltestelle. Nehmen wir auch den da. Den tun wir mal. Ja, warum nicht dahin? Sagen. Neue Linie. Schwabachgüter, ne? Wird das hier von da nach da nach da. Güter Schwabach. Gut. Ein Straßendepot. Ein Depot, das ist da zu finden. Was bist du denn? Ein Tramdepot. Nein, das wollen wir es eher nicht. Was habe ich hier nur Tramdepots? Und du bist Straßenfahrzeugdepot. Habe ich hier kein schönes sonstiges? Ja, dann nehmen wir das. Und das bauen wir. Hierhin. Passt schon. Straßenfahrzeuge kaufen. Und zwar brauchen wir Güter. Und wir brauchen Güter und wir nehmen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pferdegespanne und weisen alle der Linie Güter Schwabach zu. So, läuft bei uns. So, du hast doch keine Liniennutzung, aber das erste läuft hier schon rein. Ist doch gut. Sehr schön. Was ist mit dem Öl? Das ist hoffentlich hier. Liniennutzung, ja, super. Da warten drei Stück. Da kommt der Zug. Schauen wir doch die mal kurz zu. Vor allem interessiert mich, wie voll der wird. Die schauen ja aber auch schön alt aus, die Kesselwagen hier, oder? Schon ein bisschen angerostet. Cool. So. Und hier mit unserer schönen Lok. Passt doch. Wunderbar. Okay, das heißt Schwabach, mit dir habe ich große Sachen vor, oder? Wir verdienen erstmal Geld damit. Das heißt, dann suchen wir, ob wir da nicht irgendwie... da mal Gleise hinbringen. Felderfing ist hier. Da ist Lindau. Das tun wir ja auch schon anfüttern und haben noch keine Gleise. Aschaffenburg ist mir jetzt weit weg. Ach ja, da unsere lustige Güterlinie. Okay. Da
Braunstein und da hinten sind wir schon recht weit gekommen. Das heißt, wir müssen jetzt dann da unten anbinden. Und das machen wir von, ja, gute Frage. Schwabach, da ziehen wir vom Felderfing aus runter auf jeden Fall. Oder wir ziehen hier so eine Linie rüber. Hier so her, dahin ungefähr. Und dann spalten wir uns hier auf Richtung Lindau und Richtung Schwabach. Und können dann hier noch so einen Bogen schlagen. Das hört sich doch gar nicht so verkehrt an. Das heißt, wir nutzen hier mal eine Straße. Nein, wir wollen Gleise. Wir haben immer noch das einfache Gleis nur. Wir gehen hier mal mit dem hier mal vorsichtig. Oh. Ja, schwierig. Das ist natürlich jetzt doof. Das heißt, wir müssen hier in der Straße entlang, weil wir da nicht drüber kommen. Oh. Und die Straße können wir nicht abreißen, weil es ein wichtiger Verkehrsweg ist. Super. Okay, das heißt, wir ziehen uns hier mal so an der Straße hier entlang. Ja, und kommen wir da dann genauso wenig rüber, schätze ich. Egal. Probieren wir jetzt mal aus. Kollision. Ja, dann gehen wir hier mit der Eisenbahn rüber. Ah, so nicht. Eieiei. Wenn wir es so hinkriegen. Nee. Wir kommen hier aber auch nicht hoch. Ah, das ist jetzt blöd. Wo ist denn Schwabach? Da hinten. Das ist ja saublöd. Das habe ich hier eine Brücke hingebaut und komme nicht weiter. Ups, hat meine Maus hier gerade wieder rumgesponnen. Wenn ich es jetzt so ziehe. Nee, ich kann ja hier nur runter. Ach komm, nee, ich kann doch hier nicht die Straße untertunneln. Sollen das gehen, bitte? Komme ich hier so hoch? Ah, okay. Cool. Naja, nicht schön, aber selten. Dann können wir nämlich hier. Nee, aber wir wollen hier auf jeden Fall keine Brücken bauen. Gott. Runter mit dem Scheiß. Danke. Nee, mach mal anders. Kommen wir hier drüber? Ja, passt doch. So. Und jetzt. Das wäre die Streckenführung, dass das Sau kraust. Nein, ich will aber nicht bitte. Will das oberirdisch haben? Wenn es geht. Geht nicht. Wenn ich bis dahin einen Tunnel ziehe. Könnte gehen, ne? Komme ich hier dann nicht wieder raus? Jo, schaut so aus, oder? Ich hoffe es. Ach so. Ist eh oberirdisch. Was erzählst du dann, Kiste? Okay, gut. Dann finde ich mein Gleis gerade nicht mehr. Da ist es. Wer will denn hier schon wieder... Also sowas hasse ich ja immer auf den Tod, ne? Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Nach Schwabach, wenn ich den wiederfinde. Da ist es. Nee, gehen wir erstmal hier rauf nach Lindau. Da steht schon ein Stück. Irgendwas. Nee, das ist ein Feld. Okay. Gott. Hallo, was wird das denn? Nee, das machen wir erstmal anders. Lindau kriegt es erstmal einen Bahnhof. Lindau kriegt es einen Bahnhof. Und zwar kriegt es einen schönen... Der hier? Schaut der aus?
Nice. Nehmen wir den. Warum nicht? Er kriegt einen vierklassigen Bahnhof, ne? Und den setzen wir ruhig noch ein bisschen abseits. Den setzen wir. Ja, eigentlich würde er mir da drin gut gefallen, aber das geht nicht. Naja, okay, wo wir den Lindauer Bahnhof genau setzen, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge, weil dies ist leider schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal einen Daumen da, ein Abo, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und Servus.